Männer. Oh, ja, ist da. Alles gut? Wie geht's? Ich bin 4 Minuten zu spät. Mein Wecker hat mich geklingelt. Morgen. Ja, ich soll heute mit meiner Frau das Auto nehmen. Der Fiorino, die macht einen Umzug mit einer Freundin. Sie fährt BMW, du Fiorino, so ist das, ne? Ja, was soll ich hier machen, ey? Der Fred hat mir ja nur einen Fiorino als Firmenwagen gegeben. Mehr ist nicht drin. Wo sind die? Ich muss sie reinbringen, einen Moment. Passen aber nicht so gut auf, ne? Der Chico, der ist alt geworden und die Kleine, die bleibt immer bei dem. Die lässt er nicht in Ruhe. Fahr den LKW raus, dann haben wir hier Platz. Da müssen wir rausschneiden. Der Idiot hat hat die Zündung angelassen. War der an? Zündung war an. Das ist der Wagen von der Sicherstellung, von der Polizei. Da könnt ihr euch das Video mal angucken. So, noch ein neues heute. Kommt rein, Jungs. Reinkommen! Ja, Männer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist noch ganz früh am Morgen, der Fred ist noch nicht da. Ich bin immer der Erste und der Letzte. Ich schließe auf, ich schließe ab. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und dann gucken wir mal, wie der Tag heute läuft. Das ist ja wie eine Praline. Wir müssen erstmal abwarten, wie es schmeckt heute. Ob was überhaupt kommt oder nicht, das wissen wir nicht. Abwarten, Tee trinken. Ja, in den 20 Jahren, die ich hier bei Fred arbeite, war ich noch nie krank. Vielleicht einmal 3 Monate auf Krücken gewesen. Da hatte ich meine Achillessehne gerissen. Das war es eigentlich. Und der Fred, der ist auch nie krank. Der ist immer fit, ist immer da. Vielleicht in den 20 Jahren mal eine Woche krank gewesen. Das war es eigentlich. Aber ist ja auch normal, bei den ganzen Bakterien, die wir hier am Schrottplatz haben, sind wir schon immun dagegen. Also krank werden wir hier nicht, zum Glück. Ist so. Wisst ihr, was geil ist? Wir sind hier zwar ein Oldschool-Schrottplatz, aber unsere Kaffeemaschine, wollte ich schon Kaffee machen, aber brauche ich gar nicht, weil da ist ein Timer drin. Habe ich gestern Abend schon vorbereitet. Ja, Kaffee hat der reingezogen. Also wenn ihr Kaffee wollt, macht euch ruhig ein, weil ich trinke keinen Kaffee. So, dann gucken wir unsere E-Mails. Ist die erste Sekunde schon. Autoverrat und Baus, guten Tag. Ja, genau. Ja. Wann sind Sie denn zu Hause? 12 Uhr. Und wo war das? Das ist ja um die Ecke. 21? 59. Ja, ist noch ganz früh morgens jetzt hier, ne? Dann würde ich sagen, ich fahre so in 1/2 Stunde los. Ich rufe sie an, wenn ich los war, ja? Okay, machen wir so. Gleich, ciao. Ja, letzte Folge hat er ja angerufen, wollte sein Hyundai i20 abgeben. Und jetzt hat er schon direkt angerufen, wann wir den abholen und gleich geht's los. Ich rufe den vorher an und dann fahre ich los. Haben wir direkt den ersten Auftrag. Das hört sich immer gut an. Was hast du da Schönes mitgebracht, Klaus? Ja, das ist ein Gift zum Zusammenbauen. Ah, schön. 300 SL in Silber. Noch nicht ganz fertig. Jetzt bist du wirklich der Weihnachtsmann. Ja. Klaus, kannst du mir einen Gefallen tun, da du jetzt da bist?
Der Fred ist noch nicht da. Und wir müssen unbedingt ein Auto abholen. Der fährt wohin, Alter? Der fährt wohin? Weil nicht, dass das Auto wegkommt, dann könntest du vielleicht jetzt fahren. Ich vertrete dich mal. Ja? Ja. Dankeschön. Das kriegen wir schon hin. Autoverwertung Baus, guten Tag. Ich habe eine Frage. Getriebe für Peugeot 207. Habt ihr sowas? Nein, habe ich nicht da. Haben Sie nicht da? Okay, nein. Danke. Bitte, ciao. Ja, wir müssen den Mann anrufen. Der will ihn selber abmelden, weil er hat einen Brief vom Amt. Ja. Und einen Verwertungsnachweis braucht er, damit er zeigt, dass wir den verschrottet haben. Und der bringt uns die Papiere dann später rein. Und vermerken, dass er die auch rein. Ja, genau. Nur den Verwertungsnachweis mitnehmen. Ohne Kaffee geht nix. Nee, nimm dir einen Kaffee und dann kannst du ihn anrufen, dass du losfährst. So, gleich müssten wir ja da sein. Wir holen dann Hyundai ab. Hoffen mal, der sieht noch ganz gut aus und ob der wohl fährt, werden wir sehen. Der Mann möchte nicht gefilmt werden. Deswegen werden wir gleich nur die Abfahrt filmen. Und wie gesagt, lassen wir uns überraschen, wie sieht das Auto aus. So, das müsste hier die nächste links sein. Da jedes Mal eine Überraschung mit jedem Auto. Fährt er denn überhaupt? Wie ist er beschaffen? Dann gucken wir mal. Also das müsste ein Hyundai sein. Könnte schon hier vorne irgendwo sein. Wie sieht der denn aus? Fahren wir mal langsamer. Ach, da steht er ja. Mensch, der sieht aber noch toll aus. Zwar dreckig, aber der hat keine Nummernschilder. I20, das ist er. Meno, Meno. Leckere Kaffee morgens, eine Kippe. Auf Arbeit hier, das ist ja nicht immer geil hier. Ich finde das so geil. Aber was soll ich denn? Soll ich im Bett liegen oder was? Ihr habt ja wohl einen Vogel. Ich muss hier was bewirken heute. Es muss was passieren. Habt ihr gedacht, mit 66 wäre ich irgendwie komplett eingeschlafen? Oder habt ihr gedacht, ich hätte nichts mehr auf der Pfanne? Mann, ich kann hier sogar jemanden aus der Kneipe raushauen, wenn ihr wollt. Hallöchen. Hi, was hast du Gutes? Ich hab mein Radio, das ist kaputt, aber da werden wahrscheinlich hinhauen. Opel Meriva hier, das ist kaputt hier. So weit habt ihr nicht, ne? Und wenn, dann muss ich glaube ich einen Code haben, ne? Oder wie ist das? Die sind mit keine Code, Ahnung von so was. Ohne Code geht das nicht, ne? Du kannst bei Opel einen Code anfordern. Kostet glaube ich 20 Euro. Ist das dein Radio? Das ist meins, das ist kaputt, da tut sich gar nichts mehr. Ja, aber Meriva? Und also steht doch hier. Einmal lila hier. Guck mal, ob das der gleiche ist. Guck mal hier. Ich guck mal. Da steht so Meriva. Alles klar, ich guck mal, ne? Ja. Ja, ich seh schon. Hier steht einer. Das Radio ist drin, aber das kann ich nicht sehen, ob das der gleiche ist. Keine Ahnung. Kriegst du aber auch nicht mal einer raus. Da muss mir einer rausmachen. Ich sag mal beim Fred Bescheid. Ne? Oh, ist da ist der Radio drin, ja. Der Adi sagt gerade, wenn du die Fahrgestellnummer von dem Auto fotografierst, von mir eine Quittung kriegst für 20 Euro für das Ding, dann kannst du bei Opel über die Fahrgestellnummer mit meiner Quittung den Code rauskriegen, der da in dem Radio drin ist. Ja, wie gesagt, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Willst du das so machen? Das können wir ja mal versuchen, oder? Weißt du, wie du das Ding ausbaust? Ja, da sind hier, kommen so Spangen rein, aber die habe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Die haben auch nicht. Ja, oder ich komme nächste Woche nochmal. Nächste Woche steht der ja auch noch hier. Ja, komm mal nächste Woche nochmal rein. Mein Schwager, der hat so Spangen dafür. Ja, dann machen wir die nächste Woche. Ja, gut. Bring die Klammern mit und dann. Und ich guck wieder euer Video. Ja, kannst du gerne gucken, warum denn nicht? Ich guck das ja immer. Ja? Finde das immer gut. Ja, siehst du, machen wir wieder mit den Jungs, ist doch klasse. Ja, ja. Ich wohne auch nicht weit, ich wohne in Wannermeer. Ja. Na, ich guck das immer ganz gerne hier. Ist immer ja, lustig. Ist doch super. Na? Klar. Alles klar, man sieht sich, ne? Okay. Hey, ciao, ciao. Ciao. So, können wir den rauffahren.
Sag mal, gib mal was Leckeres her, komm. Gib mal was Leckeres her. Da musst du dem Nikolaus noch mal was schenken. Ist leider leer alles. Gute Fahrt. Ciao, ciao. Tschüss. Wie heißt der Kanal? Fritz Revier. Fritz Revier? Bei YouTube kannst du das sehen. Okay, fahr vorsichtig. Ciao, ciao. Jo. Der Kunde sagt, er fährt nur rückwärts. Ab und zu mal vorwärts. Dann könnten wir Glück haben. Da will er nicht. Welcher Gang bitte, Klaus? Gar keinen, der rollt nur. Doch, ein bisschen zieht, aber müssen wir raufziehen mit dem Seil. Der hat einen Automatikgetriebeschaden. Jawohl. Der war ja wirklich leicht drauf zu kriegen. Aber es gibt natürlich andere Sachen. Das sind dann schwere Brocken. Das werden dann auch schon mal Sonderfahrten. Mitunter muss einer vorweg oder hinterher fahren mit Warnblinkern, falls irgendeine Überladung da wäre. Das war schon mal ein Geldtransporter. Der war ein bisschen schwer. Den haben wir kaum drauf gekriegt. Der war sehr breit, sehr hoch. Und wie gesagt, den haben wir dann auch entsorgen können. So, den haben wir uns gepackt. Der ist gesaved. Weg ist er. Wie gezaubert. Passt. Männer, Männer, Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben uns für dieses Jahr was einfallen lassen. Richtig. Unseren Shop zu vergrößern. Gibt jetzt nicht nur Schlüsselanhänger und Tassen. Gibt auch Käppis und es gibt Hoodies. Und es gibt Sweatshirts und noch viel, 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 viel mehr von uns. Ganz genau. Und das könnt ihr bei unserem Link einmal schauen, einmal hier oben rechts oder unten rechts. Und dann shoppt mal schön. Schön einkaufen. Die Fans haben immer wieder geschrieben, hör mal, macht mal was, lasst euch mal was einfallen. Und wir haben uns was einfallen lassen. Alles gut. Männer, Männer. Ja, Leute, guck mal hier. Ich habe wieder ein neues Projekt. Das ist ein 300 SL. Der wiegt sogar richtig was. Ein 300 SL mit Flügeltür. Das ist ein Bausatz. Den konnte man kaufen. Und ich wollte den immer mal zusammenbauen. Guck mal hier, das Ding ist richtig schwer. Das wiegt 25 Kilo. Das ist auch wertvoll. Das ist die Karosserie. Das ist das Chassis. Ganz geiles Teil, aber wir haben ein Problem. Das ist ein Bausatz. Und hier sind noch jede Menge Sachen, die an dieses Auto angebaut werden müssen. Das Auto ist noch nicht komplett zusammengebaut. So, das tue ich mal hier hin. Guck mal hier. Da sind noch mehr Teile, die angeschraubt werden müssen. Hier sind noch mehr Teile drin. Aber, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe da gar keine Geduld für. Da braucht man ein kleines Werkzeug dafür, da muss man was kleben, da muss man was machen. Das ist nichts für mich. Also der Onkel Friedemann, der ist lieber mit dem Hammer und mit dem Brenner unterwegs. Aber mein Kumpel, der Fikrit, der hat so Geduld dafür. Der hat sich auch schon selber so Modellflugzeuge zusammengeschraubt, die da auch richtig geflogen sind hinterher. Also ich meine, wenn der da nicht kann, wer denn sonst? Und dann baut er mir da zusammen. Und wenn der komplett zusammengebaut ist, ist ein wunderschönes Modell. Guckt da noch mal hier hin, 300 SL. Dann kommt das bei mir im Wohnzimmer in die Vitrine. Habe ich mir gedacht. Das ist doch ein schickes Teil. So was hat auch nicht jeder. Kostet Geld, ne? So, das ist natürlich das nächste Objekt, das wir jetzt anfangen.
Später ist er noch mit Beleuchtung, da ist noch eine Batterie drin. Und ja, da habe ich Spaß dran. Mercedes ist da immer mein Ding gewesen. Und dann hier so ein 300 SL mit so Flügeltüren, finde ich total geil. Mein Vater hat 3 Autos von denen gefahren, aber dann nur als Cabriolet, also nicht mit diesen Flügeltüren. Und da kann ich mich als kleiner Ursel erinnern, sind wir unterwegs gewesen, offen, ist natürlich ein Traum. Und so ein 300 SL, wenn mein Vater damit angefahren kam, ja, hatten die Leute alle den Mund auf. Ne? Die wussten überhaupt gar nicht, was die dazu sagen sollen. Ne? So ein Auto lief schon 260 oder 270 Sachen. 1961 war der Wagen. Hat mein Vater den gehabt in Orange, da kommen natürlich meine orange Klamotten her. Dann haben wir den gehabt in Silber und dann haben wir den noch gehabt in einem Lila, ganz besondere Lila Farbe. Also wer damals so ein Auto fuhr, der war King of Bombes, könnt ihr euch ja wohl vorstellen. Ne? Ja, kleine Geschichte zum 300 SL. Was haben wir da für Sachen? Das sieht aus wie Rückstände von irgendwelchen Tieren. So ungleichmäßig, gleichmäßig wie Zähne. Vielleicht sind das Schnecken gewesen, die hier den grünen Belag von den Bäumen weggefuttert haben. Wer weiß, vielleicht wisst ihr es. Schreibt es in die Kommentare und immer den Daumen hoch, bitte. Und Abfahrt! Ein leckerer Schluck Kaffee während der Fahrt, der hilft immer. Boah, Ali, guck dir das mal an, der hat aber irgendwie lange unter dem Baum gestanden, ne? Aber das Auto ist nicht unmodern. Schöner Hyundai i20. Ja komm, soll der Klaus den mal abladen? Müssen wir noch einmal mit dem Wasserschlauch dran, wa? Ha! Geiles Ding! Lass mal gucken. Da, 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 da. Klaus! Fahr mal rückwärts rein! Der hat aber lange draußen gestanden. Automatikgetriebe soll kaputt sein, sagt der Klaus. Ja, können wir gebrauchen, no problem. Gut! Gut! Ich habe gerade mal eben das Typenschild abfotografiert. Können wir mal im Computer gucken, was der für Extras hat, was der gebaut ist, was damit los ist. Wie kann man denn so rausfinden da über das Typenschild? Da kannst du erstmal rausfinden, wie viel Hubraum der hat. Ne? Ob da ein Diesel, ob da ein Benziner ist, wie alt der ist, was der für Extras hat. Das kriegt man alles über die Fahrgestellnummer raus. Da haben wir so eine App hier. Was soll ich sagen? Wir sind zwar immer noch Dinosaurier hier, aber einige Sachen, da müssen wir uns dran gewöhnen. Die müssen hier eingeführt werden in die Firma. Und ich glaube, der Ali hat die App schon vor, weiß ich nicht, vor 5 Jahren oder was runtergeladen. Kostet uns, glaube ich, 25 Euro im Monat, damit wir die benutzen können. Und da haben wir schon eine ganze Menge rausgefunden. Finde ich immer gut sowas. Tja, und wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Also ein klein bisschen sind wir hier auch schon so. Ne? Also nicht auf dem neuesten Stand, aber so, was man so runterladen kann und was man so mit dem Computer machen kann, da sind wir schon ganz schön auf Zack. Ja, ich bin mal gespannt, was daraus wird. Der Kunde hat gesagt, Getriebe ist kaputt, kostet ein Eckhaus für so ein Auto. Jetzt muss ich mal gucken, was ich mache. Entweder schlachten wir den aus oder wir besorgen vielleicht ein gebrauchtes Getriebe. Aber viel wichtiger ist, ich will das Auto gleich mal sehen, wenn der Klaus den gewaschen hat, wie viel Kratzer und Beulen der überhaupt hat, ob sich das lohnt, ob sich das nicht lohnt. Bin mal gespannt. Wenn er sauber ist, ein sauberes Auto ist, dann werden wir den wahrscheinlich reparieren. Ja, da schauen wir mal, was wird. Aber jetzt erstmal wieder Telefon. Autoverwertung Bauhaus. Guten Tag. Hi. Eine Frage bitte.
Für den Skoda Octavia, Gurtschloss, hinten rechts auf der Rückbank. Mhm. Was ist das für ein Baujahr, was du da hast? 2010. Hab ich nicht. Hast du nicht? Nein, tut mir leid. Dankeschön. Jo. Ciao. 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 Der Klaus, der kann zaubern. Guck mal, einmal gewaschen, ein ganz anderes Auto geworden, ne? Ja. Da. Das sieht gut aus, das sieht auch gut aus. Ja. Hier hat er eine Beule. Hier hat er eine Beule. Eine Beule. Und Kratzer hat er auch. Aber vielleicht kann man das auch wieder ausbeulen. Das ist Blech. Ja, da kann man ausbeulen. Bisschen lackieren. Vielleicht machen wir dann Getriebe rein. Ich weiß es aber noch nicht. Mal gucken, was passiert. Auf jeden Fall. Vorher, nachher, der Effekt. Ich meine, seht ihr ja selber. Cool. Alles cool. Prima. Männer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Geiler Tag gewesen heute. Trink mir jetzt noch ein Stückchen Kaffee, rauche mir noch ein Zigarettchen und dann bin ich weg. Cool.